Die große Chance für junge Basketballtalente. 400 Jungs und Mädchen unter 14 Jahren wurden an 4 Standorten gesichtet. Die 96 Besten fürs Finale in Wetzlar ausgesucht. Im dritten Jahr treiben die Bundestrainer um Dirk Bauermann die Nachwuchsförderung voran, um im internationalen Vergleich mitzuhalten. Zum Beispiel in Spanien fangen die im Alter von 12 an schon auf nationaler Ebene mit den Spielern zu arbeiten. Zweitens ist es uns wichtig, je früher die Spieler sich vergleichen können, umso eher kriegen sie ein eigenes Bild von ihrer Leistungsfähigkeit. Und drittens ist es so, wenn die sich miteinander vergleichen, dann können sie natürlich auf diesem höheren Niveau von den besseren Gegenspielern profitieren und ihr eigenes Niveau höher bringen. Das bis dato vielleicht wichtigste Wochenende in ihrem noch jungen Basketballleben. Doch nicht nur die Leistung bei der Sichtung zählt, auch die körperlichen Voraussetzungen und technischen Grundlagen. Ein Glück, denn für einige ist es ganz schön aufregend, wenn sie vor den Bundestrainern vorspielen müssen. Die sind sehr nervös, da sieht man auch ab und zu, dass sie rüber gucken. Die finden das natürlich auch toll, hier zu sein. Auf der anderen Seite müssen sie sich genau daran gewöhnen, vor prominentem Publikum eben auch zu spielen. Und so haben sie schon jetzt einmal die Gelegenheit und vielleicht sieht es dann beim Bundesjugendlager ein bisschen besser mit den Nerven aus. Außerdem winkt ein Treffen mit der A-Nationalmannschaft. Die Jungs und Mädels treten in Wetzlar in je 4 Teams gegeneinander an. Jeweils 12 werden für den Perspektivkader ausgewählt. Und allein schon die Nominierung fürs Finale ist für die Besten der 16 Landesverbände eine Ehre. Ja, ich finde es schon gut, dass man erkennt dann früh Talente und es macht Spaß. Also schon eine coole Veranstaltung. Also ich finde es auf jeden Fall gut organisiert bis jetzt. Also viel gute Spieler hier auf jeden Fall, also es ist harte Konkurrenz auf jeden Fall. Ich finde es ziemlich cool eigentlich, es macht Spaß, man kann viel dazulernen und man trifft auch viele neue Leute, also es ist eigentlich ganz cool, macht Spaß. Die 13-jährige Amina Pimic hat es ins Team Münster 1 geschafft, als Nachrückerin. Denn beim Vorrundentermin war die Mainzerin nicht besonders gut drauf. Nun will die Flügelspielerin ihr Bestes geben, schließlich trainiert sie jeden Tag. 6 Punkte kann sie erzielen, dann muss sie für andere Platz machen. 35:51 verliert Aminas Team gegen Dessau 1, aber die Mainzerin ist mit ihrer Leistung zufrieden. Eigentlich ganz gut. Also mal denke ich manchmal, ja, ich hätte mehr geben können, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Du musst so deine Chancen einordnen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt gute Spieler, ich weiß es nicht. Mal schauen. Bei den Jungs darf sich Paul Schlegel berechtigte Hoffnungen machen. Der 13-jährige Guard spielt seit 5 Jahren für Langendreieichenhain und trainiert jeden Tag über 2 Stunden. Mit 1,71 Meter ist er zwar nicht so groß wie manch anderes Basketballtalent in seinem Alter, aber das macht er durch Einsatz wett. 11 Punkte steuert Paul bei für sein Team Nürnberg 2 beim Sieg gegen Hamburg. Dann bekommt er einen Schlag ab. Nun heißt es tief durchatmen und das auch noch vor dem Bundestrainer. Ja, also immer wenn er halt zu ihm guckt und wenn man dann zum Beispiel einen Korbleger vorbei macht oder sowas, dann denkt man schon, nein, warum habe ich ihn jetzt vorbei gemacht? Scheiße, denkt man schon so. Ja, ist schon ein bisschen aufgeregt, aber naja. Und trotz Tiefschlags ist Paul nach dem Spiel schon wieder fit genug, um mit seinen Teamkollegen ein Freudentänzchen aufzuführen. Dann kommt der Augenblick der Entscheidung. Dirk Bauermann und die anderen Bundestrainer haben ihre Wahl getroffen. Amina wartet vergeblich darauf, dass ihr Name aufgerufen wird. Ihr bleibt nur der Anstandsapplaus. Paul aber hat es geschafft. Er gehört zum Perspektivkader der unter 14-Jährigen, die vor allem jetzt schon ein Ziel haben. Die Olympischen Spiele 2020.